Also, wir haben uns heute getroffen, um über das bedingungslose Grundeinkommen zu reden. Mein Name ist Michael Molli und ich bin zurzeit mit Jörg Drescher über Skype verbunden. Und ich habe mir als Vorbereitung ein paar Stichwörter gemacht, über was wir genau reden wollen. Mein erstes Stichwort lautet: BGE ist gleich Umverteilung. Nicht nur Umverteilung von viel zu wenig, sondern von unglaublich viel zu fast gar nichts hin. Wie siehst du das, Jörg? Nur die Problematik ist im Prinzip, dass es Menschen gibt, die überhaupt nichts haben, von Natur aus, weil sie in Verhältnisse geboren wurden, wo sie weder von ihren Eltern irgendwas haben, also geerbt haben, noch irgendwie durch irgendwelche Geschäfte was bekommen haben. Und deswegen stimme ich dazu, dass das Grundeinkommen eine Neuverteilung ist oder Umverteilung, ja, kann man so sehen. Im Sinne von, dass man von denjenigen, die zu viel haben, etwas nimmt und an die gibt, die nichts haben. Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass jemand kommt und behauptet, dass es einen Grund hat, warum manche Leute viel haben, weil sie es verdient haben. No, also wenn ich irgendwas erbe, dann kann ich nicht sagen, dass ich das verdient habe, sondern meine Eltern haben das verdient, wenn ich das geerbt habe. Ja, aber ich kann mich an Gespräche erinnern, wo genau die Befürworter der Verteilung das so gerechtfertigt haben, dass die Eltern haben es sich aber verdient. Und geben es nur weiter. Also er verdient ist es wohl. Und ihnen jetzt was wegzunehmen, manche Leute würden sogar behaupten, das wäre Enteignung. No, Enteignung. Wenn das zum Enteignung ist so ein Thema, wenn ich irgendjemandem was wegnehme und es anderen gebe, damit der gesamtgesellschaftliche Frieden erhalten bleibt, dann ist Enteignung aus meiner Sicht ja auch zulässig. Steht auch so im Grundgesetz zum Beispiel. Okay. Es muss nur gewährleistet sein, dass es dem Gesamtwohl dient. Also. Ja, da sehe ich einen Interessenskonflikt, weil die derzeit Wohlhabenden anscheinend prima damit leben können, dass sie diese Ungerechtigkeit künstlich aufrechterhalten. Nicht alle, manche davon. Es gibt auch eine große Gruppe, ja groß. Es gibt auf jeden Fall Leute, die relativ reich sind und die auch sagen so, wir möchten eine Umverteilung, wir möchten auch den Armen etwas geben oder dem Staat etwas geben. Und von dem her will ich nicht sagen, so dass alle pauschal nichts hergeben wollen. Aha, davon habe ich auch schon gehört und mein erster Gedanke ist, Sie könnten es doch tun, ohne auf den Staat zu warten. Ja, könnten wir. Manche werden es auch tun, durch Stiftungen zum Beispiel. Gibt es ja. Nur, wenn ich jetzt Millionär wäre und ich hätte alle meine Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse meiner liebsten Angehörigen gedeckt bis zum Lebensende, was würde mich daran hindern, den Rest für Zwecke auszugeben, wo ich sehe, dass es auch ankommt, wo es ankommen soll. Nun ja, das ist die Frage an die Reichen. Ich gehöre leider nicht dazu. Von dem her kann ich nicht sagen, wie ein Reicher damit umgeht oder was er tun würde. Okay. Würdest du denn sehen, dass es am Ende doch ein Zwang benötigt, um die Reichen zu überreden, freundlich zu überreden, die sich nicht beteiligen wollen? No, das ist eine allgemeine Steuerfrage, ob ein Staat überhaupt Zwangsmaßnahmen durchführen darf, um irgendwelchen Leuten Geld wegzunehmen. Wären wir bei dem Stichwort Besitzstandswahrung. Ja, da muss ich überlegen, so für was ist eigentlich so ein Staat da? Warum habe ich so ein Gebilde? Und wenn ich das so interpretiere, dass der Staat dafür da ist, um irgendwie ein friedliches Zusammenleben zu garantieren oder zu ermöglichen, dann muss ich auch garantieren, dass irgendwelche Leute, die nichts haben, auch etwas haben, um nicht in die Versuchung zu kommen, Diebstahl zu begehen oder irgendwelche Verbrechen zu vergehen. Und das war eigentlich der Ursprungsgedanke bei Thomas Morus als Beispiel.
Da wären wir jetzt wieder eigentlich bei dem Punkt, bei dem wir vorhin schon waren. Wenn ich mir die derzeitige Situation anschaue, so wie sie jetzt ist, dann kann der Staat einfach kein Interesse haben, dass es jedem gut geht. Das heißt, er konzentriert sich auf ein Klientel. Deswegen auch die Problematik mit dem Lobbyismus, dass also die Mächtigen und die Reichen sich leisten können, die Politik zu beeinflussen. Und manche Leute sprechen sogar davon, dass sie die Politik übernommen haben, für sich eingenommen haben. Das widerspricht sich mit dem Gedanken, dass es der Staat dafür da ist, dass es allen gut geht. Und der soziale Frieden, also ich kann mich an Begebenheiten in der letzten Zeit erinnern, gerade gesamteuropäisch, wo die Gesundheit der Menschen keine Rolle mehr gespielt hat. Und ich sehe keinen Wohlhabenden von den Opfern. Das sind alles nur Leute auf der Straße, also so wie du und ich. Das finde ich eine große Problematik, dass die Konflikte des Staates, dass die nicht so einfach zu lösen sind. Nur, es ist auch ein altes Problem, wie kommen eigentlich Leute in die Verantwortung für den Staat? Wenn ich überlege, was bedeutet Demokratie, also ursprünglich bedeutet Demokratie Selbstherrschaft des Volkes. Das Volk beherrscht sich selbst. Hört sich gut an. Aber die Frage ist, aus praktischen Gründen kann nicht irgendwie keine Regierung da sein, kann keine Polizei da sein. Das wäre dann Anarchie. Ein aus meiner Sicht ideal, erstrebenswert im Prinzip, aber ich denke, es funktioniert nicht, weil die Leute dazu nicht in der Lage sind, nicht fähig. Und deswegen hat man eben diese repräsentative Demokratie gemacht. Und das heißt, das Volk darf aus ihren Mitgliedern gewisse Leute bestimmen, die für diese Aufgaben des Staates zuständig sind. Und jetzt kommt es eben darauf an, werden diese Leute diese Aufgabe erfüllen oder nicht. Aber ich denke, heute ist die Staatsaufgabe eigentlich in Vergessenheit geraten. Weil wer macht sich heute noch Gedanken, für was ist so ein Staat überhaupt da? Dass ich meine Meinung wäre dazu, dass sich die Leute dem Staat angepasst haben. Der Staat gibt die Regeln vor und wie du gerade versucht hast, die Demokratie zu definieren und gibt vor, demokratisch die das Wille, der Wille der meisten Leute zu übersetzen, also in die Taten umzusetzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in einer Bevölkerungsgruppe daran interessiert ist, dass Krieg herrscht. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass wenn das Wille des Volkes umgesetzt worden wäre in der Vergangenheit, dass es dann nie Krieg gegeben hätte. Hat es aber. Nun ja, weil es immer wieder Konflikte gab aufgrund von dieser Nichtverteilung von Ressourcen. Das hat entschieden das Volk oder der Staat? Nur der Staat ist ja im Prinzip das Volk, aber die Repräsentanten des Staates, Ja. die vom Volk gewählt wurden, die Absolut. haben im Prinzip ihre Verantwortung nicht so umgesetzt, wie das Volk es wollte. Ich glaube, mit dem letzten Satz hast du genau den Knackpunkt angesprochen, an dem wir heute scheitern. So gut wie. Soll ich zum nächsten Stichwort übergehen? Was mich besonders bewegt, was ich auch als ein großes, wenn ich das größte Problem, gesamtgesellschaftliche Problem ansehe und was mit dem BGE auf den ersten Blick, weiß ich nicht, wie lange das dauert, um das Problem zu lösen, aber meiner Meinung nach hängt das eng damit zusammen. Und zwar habe ich mir Notizen gemacht, dass ungefähr 1% der Bevölkerung ein Drittel des Gesamtnettovermögens Deutschlands besitzt. 10% besitzen zwei Drittel. Das heißt, die übrigen 90% müssen sich die restlichen 33%, also ein Drittel, teilen. Wobei zu beachten ist, dass die unteren 50% lediglich nur noch 1% haben. Eine gerechte Umverteilung sehe ich nicht kommen. Wäre das BGE ein Instrument, um wenigstens
um wenigstens wieder etwas, einen positiven Gang in Gang zu setzen, also ja, anzustoßen, der ja wohl von Jahr zu Jahr immer schlechter wurde. Es gibt verschiedene Modelle, wie man diese Umverteilung machen kann. Auf der einen Seite kommt es darauf an, wie finanziere ich das Ganze, sprich, wie organisiere ich die Einnahmen. Heißt im Prinzip, wie besteuere ich oder durch welche Mechanismen kommt der Staat durch seine Bevölkerung an Geld, das er überhaupt umverteilen kann. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist so, wie wird dann verteilt? Es gibt ja dieses Argument, jemand, der schon 1 Million hat, der soll kein Grundeinkommen bekommen. Für was denn? Der hat doch schon genug. Und auf der anderen Seite gibt's eben auch die Argumentation, man macht es deswegen, um die Verwaltung zu vereinfachen, sprich, dass die ganzen Kontrollen wegfallen. Hat er überhaupt Anspruch oder kann er sich selbst versorgen und so weiter? Es gibt aber auch ein soziales Argument, was überhaupt nichts mit der Wirtschaft zu tun hat. Und zwar, ein Reicher, wenn ich dem ein Grundeinkommen gewähre, dann zähle ich ihn und akzeptiere ihn als Mitglied der Gemeinschaft und deswegen gebe ich ihm ein Grundeinkommen. Das ist nun diese Verteilungsfrage. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Modelle, wie man das verteilt. Und wenn ich zum Beispiel sage, es gibt eine gewisse Obergrenze, ab der man kein Grundeinkommen oder vielmehr kein, über die man nicht mehr verdienen darf oder kann, weil Sorte. ab da besteuert wird, dann gibt es im Prinzip, ja, dann wird es immer schwieriger, überhaupt zu Reichtum zu kommen. Ist das soweit verständlich? Ja, ich stelle mich nur gerade, ich versetze mich in die Situation von Personen, die sehr marktwirtschaftgläubig sind, die also auf keinen Fall eine Deckelung akzeptieren würden. Das sehe ich schwer durchzukriegen. Also ich bin auch für eine Deckelung nach oben hin, weil nach unten, das hat gesundheitliche und lebensgefährliche Konsequenzen. Nach oben hin macht es einfach keinen Sinn. Das wäre meine Meinung. Also nur, denkst du nicht auch, dass viele Leute dagegen sein würden? Auch die, die jetzt keinen Nachteil dadurch hätten, aber die trotzdem angenommen. In der Schweiz wird es doch zurzeit diskutiert, ob es eine Deckelung nach oben gibt. Zum Beispiel da gibt es diese 12 zu 1 Regelung oder Ja. wird diskutiert. Geben tut es die noch nicht. Aber im Prinzip heißt es, ein Manager oder der Höchstverdienst einer Person soll 12-mal so viel sein wie das Mindesteinkommen oder das unterste Einkommen im Staat. Und das finde ich eigentlich eine prima Idee. Die Sache ist doch, angenommen, wir haben eine Firma. Die Firma, die erwirtschaftet 20.000 Euro im Monat. Und jetzt habe ich wegen mir 5 Personen, die dort arbeiten. Ein Manager, 2 Personen, die in der Produktion sind, ich habe eine Putzfrau und ich habe noch wegen mir einen Buchhalter. Und die Frage ist so, wie verteile ich in dieser Firma diese 20.000 Euro gerecht? Und da kann ich sagen, okay, der Manager bekommt 10.000 Euro, weil, nur weil, das ist eben dann die Frage. Dann sage ich, die zwei Produktionsarbeiter, die verdienen jeweils 4.000 Euro. Na, sagen wir 3.000 Euro. Dann sind wir bei 16.000 Euro. Die Putzfrau bekommt 1.000 Euro, weil die Arbeit einfach minderwertig ist und nicht gewertschätzt wird. Ja. Dann sind wir bei 17.000 Euro und dann haben wir noch 3.000 Euro, wo der Buchhalter bekommt. Ist das gerecht? Also meiner Meinung nach nicht, denn wer entscheidet das? Keiner von den Beteiligten wurde befragt, wie die Verteilung also stattfinden soll.
Mit einem WGE hätten wir zum Beispiel die Putzfrau ermächtigt, selber zu entscheiden, ob sie für 1.000, für 900 oder für 1.100 € arbeiten möchte. Also sie kann zumindest, sie hat die Verhandlungsbasis. Sie kann sagen, und wenn die Schwierigkeiten haben, Putzfrauen zu bekommen, dann könnte sie eventuell mit 1.500 € nach Hause gehen. Es scheint auf das Mitspracherecht hinauszulaufen, dass also Auf andere der Leute einen mit. Seite, man kann das schon irgendwie gerecht beurteilen, wie die Verteilung von solchen Löhnen funktioniert. Indem, dass ich zum Beispiel sage, okay, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Grundsätzlich ist jeder von diesen fünf Personen verantwortlich für den Gewinn. Also jeder hat seinen Beitrag geleistet. Die Frage ist nur, ist es gerecht, dass jeder eben diese Zahlen bekommt, wie ich sie gerade gesagt habe? Und da muss ich sagen, man könnte ja zum Beispiel definieren, es gibt eine Grundarbeitseinheit, sprich die 20.000 durch fünf Personen. Dann wären wir bei, oje, 4.000 € pro Person. Das wäre dann sowas wie Kommunismus, wobei das auch nicht stimmt. Also in der Sowjetunion gab es auch Lohnunterschiede. Und da kann man aber auch sagen, der Manager, der nimmt zum Beispiel Arbeit mit nach Hause und er hat einen Arbeitstag von 10 bis 12 Stunden. Der Lohnarbeiter, der in der Produktion arbeitet, der hat nur 8 Stunden, weil er nur permanent, weil er nicht weiter darüber hinaus denkt, was aus, nur er kann nur in der Firma produzieren und muss nicht mehr denken. Die Putzfrau wegen mir ist halbtags angestellt, von dem her trägt sie auch nur eine bestimmte Zeit zu diesem Gesamteinkommen bei. Und aufgrund dieser Zeitbasis kann man im Prinzip berechnen, was gerecht wäre für diese Personen. Verstehst du, was ich meine? Ja, das leuchtet mir schon ein. Wir könnten das so regeln. Ich habe mir die ganze Zeit, während du das erklärt hast, ich habe mich gefragt, so wie auch die Gründe der BGE-Befürworter ja sind, dass wenn das Geld nicht der einzige Anreiz ist, Leistung zu zeigen. Also wenn es wirklich, sagen wir mal, als Gedankenexperiment, wenn wirklich die 20.000 durch 5 geteilt würden und jeder 4.000 € bekommen würde, würde der Manager dann an Leistung nachlassen? Würde die Putzfrau sich so viel mehr anstrengen? Würde es da am Ende darauf hinauslaufen, dass alles zusammenbricht, dass also keiner mehr, damit, weil er nicht damit einverstanden ist, dann einfach mal kündigt? No, es kommt auch die Firma drauf an, wenn die Firma keine anderen Anreize gibt und es nicht kommunizieren kann, wie diese Löhne überhaupt zustande kommen, dann denke ich mal, kann es zusammenbrechen. Aber es geht ja nicht darum, so dass man unterschiedlich verdient, sondern es geht darum, dass man begründet eine plausible Erklärung dafür bekommt, warum man so viel verdient, wie man eben bekommt. Ja, wenn ich mir die vergangenen Begründungen im Fernsehen an mich daran erinnere, dann eine richtige Begründung gibt es nicht. Es wird einfach behauptet, dass es gerechtfertigt sei und außerdem könnten die, wenn die Manager halt so viel mehr verdienen als der durchschnittliche Einkommen, dann ist es deren Angelegenheit, weil die darüber verfügen können. Aber kommen wir auf dieses Beispiel zurück mit diesen 20.000. Angenommen so, der Manager bekommt jetzt 15.000. Dann bleibt noch 5.000 für vier andere Personen. Sage ich dann, Buchhalter und die zwei Lohnarbeiter bekommen jeweils, wie viel nehmen wir? Irgendwas Leichtes zum Rechnen, wegen mir top. Sagen wir Putzfrau, Arbeiter, die bekommen jeweils 1.000, dann sind wir bei 18.000 und der Buchhalter bekommt 2.000. Es ist einfach eine andere Verteilung. Es ist, und, aber von der Zeit her, was jeder an Zeitaufwand in diese Firma gesteckt hat, ist es kein Unterschied. Also profitiert im Prinzip derjenige, der mehr verdient, von der Leistung anderer. Absolut, dem kann ich folgen.
Dem kann ich folgen. Ich überlege auch gerade, wenn der Staat wirklich repräsentiert, was die Gesellschaft möchte, dann würde ich gerne alle Mitarbeiter einer Firma an einem Tisch haben und dann das gemeinsam abgestimmt würde. Dass also auch die Putzfrau sagen dürfte, ob sie das okay findet, wenn der 15.000 Euro bekommt. Und dann wären wir eigentlich wieder zurück bei der Idee des Grundeinkommens, weil damit kann sie praktisch abstimmen. Damit kann sie sagen, ich gebe mich mit dem Grundeinkommen zufrieden. Oder sie unterstützt die Idee, dass so wie die Einkommensverteilung da stattfinden Das soll. Grundeinkommen ermöglicht auf jeden Fall eine gesunde Vertragsbasis. Also man ist nicht gezwungen, jede Arbeit anzunehmen, weil man wirtschaftlich eben nicht anders kann. Und das ermöglicht dieses Grundeinkommen. Jetzt ist es allerdings so, dass man sehr, sehr ungern über sein Einkommen spricht. Kaum jemand in Deutschland erzählt, wie viel er eigentlich verdient. Er ist damit zufrieden oder auch nicht zufrieden, auf jeden Fall spricht man nicht darüber. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Beispiele, ich glaube, ein Hotel macht das, wo die Mitarbeiter selber bestimmen, wie viel sie also jeweils bekommen sollen. Sie suchen sich ihren Lohn selbst aus. Von dem, was verfügbar ist. Nun ja, ich meine, das mit diesen 20.000 Euro, das ist ja auch fiktiv. Weil was passiert, wenn die Firma jetzt nur 15.000 Euro verdient, also Gewinn macht? Nicht gewinnen, das darf ich nicht so sagen, erwirtschaftet oder nur oder mal 20, 25.000 Euro. Das ist ja auch das mit dieser Vertragsbasis. Löhne werden heute auf Vertragsbasis fix geregelt. Aber letztendlich, ob die Firma daraus jetzt 20.000, 25, 30, 50.000 macht, die Mitarbeiter bekommen immer dieselbe Summe auf Vertragsbasis. Ja, das stimmt. Im Prinzip müsste es doch andersrum sein. Man hat ein Grundeinkommen, die Firma erwirtschaftet was und dann wird verteilt, was die Wirtschaft erwirtschaftet hat. Das ist auch für den Unternehmer im Prinzip risikoloser, weil der Unternehmer weiß, ich muss nicht 20.000 Euro erstmal erwirtschaften, damit ich meine Mitarbeiter bezahlen kann. Da fallen mir sofort die Argumente der Verteidiger der Marktwirtschaft ein, die sagen, der Unternehmer ist der Investor, er trägt auch das Risiko, also muss er höher belohnt werden. Soll er doch? Das hat ja nichts damit zu tun, ob er höher entlohnt wird oder nicht. Es geht nur darum, so ich muss erstmal was haben, was zu verteilen ist. Das stimmt allerdings. Soll ich zum nächsten Stichwort übergehen? Ja. Naja, in Anbetracht der Vermögensverteilung, die ich gerade angesprochen hatte, die Konsequenzen für die unteren 50% zumindest, oder ja, ich habe mir das Stichwort Sozialabbau, ja, die Verschlechterung der Krankenversicherung in den letzten 10 Jahren, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung. Da fragt man sich manchmal, wozu zahlen die Arbeitenden, die derzeit noch arbeitenden, wozu bezahlen sie überhaupt noch Krankenversicherung, wenn sie eh so viel dazu bezahlen müssen? Genau dasselbe wie mit der Arbeitslosenversicherung oder Rentenversicherung. Also, ich mache mir Gedanken, wohin der Abbau, wohin die Reise geht, wie weit das noch gehen soll. Und all diese Mechanismen, die so installiert sind und von Jahr zu Jahr eigentlich immer schlechter statt besser werden, sprechen doch alle gegen ein Grundeinkommen, oder? Man kann es so und so sehen. Auf der einen Seite kann ich sagen, die Tendenz, die Entwicklung, wie sich es derzeit entwickelt, spricht gegen ein Grundeinkommen. Es ist im Prinzip, führt es nicht zum Grundeinkommen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite kann man aber sagen, die Leute wachen immer mehr auf, weil sie in die Situation kommen, dass es ihnen absolut schlecht geht. Sie wollen Alternativen, sie möchten irgendein neues System. Und je stärker dieser Wunsch ist, könnte es sogar sein, dass genau diese negative Entwicklung eigentlich die Leute vorbereitet. Egal ob jetzt mental oder physisch, also tatsächlich, dass sie offen für solche Ideen sind. Ja, ich sehe es umgehend sofort die Problematik, dass sie zwar vorbereitet werden, auf eine alternative Weise die Gesellschaft zu führen, zum Beispiel mit der Existenz eines BGEs, aber gleichzeitig auch
vorbereitet auf eine Ohnmacht, dessen sie sich vorher nicht bewusst waren. Also es wird alles schlechter und irgendwie hilft auch alles nichts. Ihre Gegenwehr. Ja, die Sache ist, da kommen wir wieder auf dieses politische System zurück mit den Repräsentanten, die eben in einer Demokratie die Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen. Und da sehe ich eben auch kaum irgendwelche Alternativen, die wirklich in Richtung Grundeinkommen gehen. Da gibt es zwar die Piraten, aber selbst da ist die Idee umstritten. Es wird kontrovers diskutiert. Es gibt welche, die sind dafür, es gibt welche, die sind eigentlich dagegen. Und die Piraten werden allerdings auch nicht als Sozialpartei wahrgenommen, sondern sie wird wahrgenommen als Netzpartei, als Ein-Themen-Partei, Internetpartei. Auf der anderen Seite gibt es die Linke. Die Linke, die hat eigentlich kein Konzept, also nicht im Parteiprogramm, um das Grundeinkommen einzuführen. Dabei gibt es da auch gewisse Leute, die durchaus dafür sind, genauso bei den Grünen, man kann sogar sagen, bei der SPD, bei der CDU gibt es Befürworter dieser Idee. Aber als Partei gibt es eigentlich keine, die wirklich für ein Grundeinkommen ist. Und da muss ich sagen, dieses Parteiensystem in Deutschland ist ein bisschen, ein bisschen seltsam, weil was passiert, wenn ich für ein Grundeinkommen bin? Wen soll ich wählen? Selbst wenn ich SPD wähle, kann es sein, dass ich einen Abgeordneten in meinem Wahlkreis habe, der für ein Grundeinkommen ist, aber die Partei ist dagegen. Und das macht. Ich denke, das ist eine Schwierigkeit dieses Systems. Ich kann keine Themen wählen, sondern muss immer Repräsentanten wählen. Das finde ich, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, ein bisschen naiv, weil du unterstellst dem Parteiensystem, dass sie eventuell doch an dem Volk interessiert ist. Ja, Und meine sicher. Behauptung, pardon? Ja, sicher. Wenn sie es wäre, dann würde sie nicht so auf großer Skala Manipulation betreiben und die Medien praktisch also beeinflussen, dass sie also erstmal dem Bürger keine Plattform für seine sozialen Belange bietet, denn das findet ja nicht statt. Und wenn es doch eine so große Bewegung des Grundeinkommens gibt, so wie ich es wahrnehme eigentlich, durch Bürgerinitiativen bundesweit, warum nimmt die Politik es dann nicht ernst? Meine Antwort dazu wäre Interessenskonflikte. Ja, sie möchte also den Lobbyisten, Nicht ja. Interessen, sondern mal angenommen, du würdest jetzt sofort die Möglichkeit bekommen, ein Grundeinkommen einzuführen. Du wüsstest technisch, wie es machbar ist. Wolltest du die Verantwortung tragen, das System komplett auf den Kopf zu stellen und diese Änderungen durchzuführen, ohne jetzt das Volk vorzubereiten, weil diese Idee hast du nicht. Es gibt so einige Änderungen, die uns aufgezwungen werden. Da werden wir auch nicht vorher gefragt. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Regulationen im Staat eigentlich falsch laufen, wäre ich schon für eine radikale Lösung. Also ja, also wenn ich von etwas überzeugt bin und es einführen möchte und aber nicht genau weiß, wie es ankommt. Ich weiß nicht, wie weit kann man denn sicher gehen mit Studien und Gremien und klar, das Volk vorbereiten. Und dann, was ich aber so sträflich vermisse, ist halt im Fernsehen groß angelegte Diskussionen darüber, damit jeder mitkommt mit der Entwicklung und ja, mitdiskutiert. Aufklärungsarbeit, da stimme ich absolut zu. Im Prinzip, wenn ich sowas einführen wollte und ich weiß, wie es technisch funktionieren kann und ich weiß, welche Effekte es haben könnte, dann muss ich doch das Volk darauf vorbereiten, mit diesen Sachen umzugehen.
was da auf das Volk zukommt. Und ich muss erklären, was, das ist wieder so eine Erklärungssache, Aufklärungsarbeit. Was bezwecke ich damit? Auf der einen Seite, was meint das Volk damit? Ich kann Veranstaltungen machen, ich kann Diskussionsrunden einführen. Und das wollen zum Beispiel die Piraten. Die sagen ja auch nicht, wir haben ein absolutes Konzept, sondern sie wollen diese Enquete-Kommission einführen. Und nicht Enquete-Kommission, sondern irgendwas, wo sie im Prinzip das Ganze prüfen möchten und wie man es dann auch umsetzen kann. Und das finde ich zum Beispiel, was bei der Agenda 2010 überhaupt nicht passiert ist. Das wurde dem Volk übergestülpt und ohne irgendwie großartig zu erklären, was dann bezweckt wird, oder auch Meinungen des Volkes einzuholen, ob das jetzt okay ist oder nicht. Ja, was eine übliche Vorgehensweise der Politik ist, meiner Meinung nach. Nun ja. Ich will gar nicht so weit gehen und sagen jetzt, was würde passieren, wenn das BGE voreilig angeführt würde. Allein der Wegfall des Paragraphen 31 SGB II, dieser Sanktionsparagraf. Ich sehe, so sehr ich mich anstrenge, kein, weit und breit keine Nachteile, die auf das Volk zukommen könnte. Der gesamte prekäre Beschäftigungsbereich würde trockengelegt werden. Oh ja. Also keiner von den Marktwirtschaftsbefürwortern soll mir versuchen einzureden, dass die Marktwirtschaft ein Segen, also ein Segen, so wie sie heute ist, ein Segen für die Menschheit ist. Also da gibt es ich kann schlecht eine Zahl nennen, aber es gibt einen Prozentsatz davon, das ist wie ein Krebsgeschwür, das braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht angeboten, also es gibt mehrere Beispiele aus dem Fernsehen, wo also Prominente auch schon gesagt haben, dass die Werbung uns suggeriert, dass wir das und das brauchen. Es stimmt natürlich, dass die Werbung erfolgreich ist, sonst würden sie es nicht machen. Das ist eine sehr teure Geschichte. Werbung im Fernsehen ganz besonders. Großanzeigen in den Tageszeitungen, das ist alles sehr, sehr teuer. Das muss ja irgendwie wieder reinkommen. Also wirkt die Werbung, denn es gibt sie ja noch. Nur, Ich finde. die Sache ist so, wir waren früher, es ist immer Marktwirtschaft sei das der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage. Und im Prinzip sind wir heute so weit, dass wir eigentlich alles haben und es wird nichts mehr nachgefragt. Also muss ich, aber es gibt trotzdem Angebote und jetzt muss ich eine künstliche Nachfrage erzeugen, damit ich meine angebotenen Waren überhaupt loswerde. Und da kommt die Werbung ins Spiel. Ich muss die Sachen bewerben und muss teilweise Mittel anwenden, die in Gehirnwäsche eigentlich münden. Sprich, ich muss den Leuten irgendwie suggerieren, dass sie etwas wollen, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Was allerdings sehr gut funktioniert. Oh ja, klar. Ich meine, in der Werbung sind Psychologen angestellt, da sind Philosophen angestellt, da sind Leute angestellt, die sich mit Menschen beschäftigen, die nur einfach auch raus haben, wie man Menschen manipuliert. Soweit ich weiß, gab es in der DDR kaum Werbung oder die Werbung war nur dazu da, um zu zeigen, welche Produkte es überhaupt gibt. Ich finde Werbung auch nicht unbedingt negativ. Ich finde es schon okay, wenn ich erfahre, also es gibt zum Beispiel Cornflakes. Finde ich okay. Aber dann soll bitte hingestellt, dann soll nicht Werbung gemacht werden für ein spezielles Produkt, sondern man kann sagen, es gibt dieses Produkt, jenes Produkt und dieses Produkt und die haben folgende Vor- und Nachteile. Also einfach wieder Aufklärungsarbeit und vorstellen, dass es das gibt. Das ist wieder, finde ich, nicht schlecht. Warum nicht? Also wenn das kommen würde, dann müsste es aber staatlich reguliert werden. Nun Und sieh. zwar eine Selbstauflage wird es nicht geben. Das glaube ich nicht. Jein, wenn die Wirtschaft verstünde, das ist wieder so eine Einsichtsgeschichte, dass es nicht auf Konkurrenz ankommt, sondern auf Kooperation, sprich Win-Win-Situationen, dass jeder davon profitiert. Dann denke ich mal, würde die Welt um ein ganz großes Stück besser werden.
Der Trend der Zeit geht genau entgegengesetzt. Will ich nicht sagen. Ich habe mit Guy Standing auch gesprochen in München und er hat gemeint, so die neue Generation, die jüngere Generation, die würde genau auf diesen neuen Kooperationsgedanken viel mehr Wert legen, als es diese Älteren. Und da muss ich sagen, so denke ich, das stimmt. Und wenn ich überlege, wie alt ist zum Beispiel Claudia Roth oder Jürgen Trittin oder Peer Steinbrück oder Angela Merkel, das sind Leute, die sind 60 oder über 60 und die neue Generation, wer ist das? Von denen sieht man nichts, hört man nichts. Das stimmt. Und diese neue Generation wird kommen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Piraten relativ jung sind. Das sind 20-Jährige, 30-Jährige. Und die bringen vielleicht mehr Leben in die Politik. Deswegen wünsche ich mir auch sehr stark, dass diese Partei in den Bundestag einzieht. Das ist halt nur schade, dass alles so sehr lange dauert, finde ich. Demokratie ist immer lange. Das Entscheidungsprozesse sollten auch lange sein, damit man die richtige Entscheidung trifft. Ich habe hier noch ein Stichwort aufgeschrieben. Das könnte mit allen unseren fein ausgedachten Planungen einen Strich durch die Rechnung machen. Und zwar, wie wir wissen, ist die Erde nicht unerschöpflich. Die Erde ist kein Füllhorn. Stichwort Ressourcen, im Besonderen Erdöl. Wir haben vorhin über die Verteilungsgerechtigkeit gesprochen. Es wird nicht allen zugänglich gemacht, was die Reichen mit ihrem Geld machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie alles, was verfügbar ist, während sie leben, sehr gut nutzen. Ja, das bleibt uns verschlossen, allein aus finanziellen Gründen. Nur wenn gerade die Mächtigen, die Wohlhabenden, die Geschicke der Gesellschaften auf der Erde bestimmen und selber merken, dass die Ressourcen langsam zur Neige gehen. Das ist ja nicht nur Erdöl, das sind auch viele Feinmetalle. Kann man daraus eine Schlussfolgerung ziehen, dass die Regierungen der Welt sich der Unterschicht entledigen wollen, um weniger Verbrauch, Ressourcenverbrauch zu unterstützen? Man kann das, wenn man will, unterstellen, sicher. Es ist auf jeden Fall die einfachere Methode, eine Weltbevölkerung auf 1 Milliarde Menschen zu reduzieren, als zu gucken, dass es 7 bis 8 Milliarden Leuten auf diesem Planeten gut geht. Das ist auf jeden Fall eine legitime Überlegung. Ob das jetzt tatsächlich so gewollt ist, dieser große Masterplan, was viele Leute auch sagen, sehe ich ein bisschen als Verschwörungstheorie. Möchte ich nicht gerne dran glauben, obwohl es teilweise wirklich so ausschaut. Man erinnere sich an Bilderberger Konferenzen oder was weiß ich, was es da alles für Grüppchen gibt. Auf der anderen Seite haben die wirklich diese große Macht und diesen großen Einfluss. Das ist die nächste Frage. Oder ist es doch wieder die Vernunft der einzelnen Entscheidungsträger in Redaktionen von irgendwelchen Zeitungen, die gewisse Sachen dann doch nicht, nur umgekehrt, die gewisse Sachen dann doch hinterfragen und auch darüber schreiben und berichten. Weil letztendlich, wie ich vorher sagte, es ist eine riesengroße Aufklärungssache. Und Ressourcenverbrauch ist auch eine Aufklärungssache. Wenn ich mir keinen Kopf mache, ob ich jetzt das Wasser laufen lasse oder nicht, dann lasse ich es eben laufen, wenn ich nicht die Konsequenzen davon überlege. Und es gibt so viele wirklich gigantische Projekte, die auch mehrere Probleme auf einmal lösen könnten und auch wirklich auch tun und im Kleinen ansetzen. Wenn jeder im Kleinen solche Projekte machen würde und auch umsetzen würde, dann hätten wir relativ schnell eine bessere Welt.
Was mich so stört, sind diese gigantischen Problemlösungen. Man will ein Atomkraftwerk, weil dieses Gigawatt oder Giga-Energie produzieren kann. Statt dass ich irgendwie ein paar hundert Windanlagen, Geothermieanlagen oder was weiß ich was für Energieerzeugungsmöglichkeiten man stattdessen benutzen könnte, verwende, wird immer alles gigantisch gemacht. Am liebsten will man ja auch so einen Fusionsreaktor bauen. So ein Blödsinn. Warum? Weshalb? Das ist in der Natur Größenwahnsinn. Die Dinosaurier sind am größten Wahnsinn der Natur untergegangen. Na, ich frage mich auch noch gerade bei dem Stichwort Atomkraftwerke, wohin mit dem Atommüll? Gibt es bis heute noch keine Antwort darauf? Wird es auch wohl nie geben. Das ist. Nächstes Stichwort. Ich sehe die öffentlichen Medien in einer Schlüsselposition als ersten Schritt zur Lösung unserer gesamtgesellschaftlichen Probleme. Denn es benötigt Aufklärung an erster Stelle. Also keiner kann seine Meinung abgeben, ohne vorher im Besitz der Fakten zu sein. Und dazu wären eigentlich die öffentlichen Medien praktisch, das ist die Nummer eins. Die erreichen so viele Haushalte wie sonst niemand. Also noch niemand eine große Zeitung. Stimmt absolut zu. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass in den Aufsichtsgremien mehrheitlich Strohpuppen aus der Politik sitzen, die also vorgeben, was gesendet werden darf und was nicht, obwohl es im Grundgesetz ja anders steht. Inwieweit siehst du die Pflicht oder die Schwere der Mitschuldigkeit der Medien betroffen? Auf der einen Seite, Medien sind schwierig zu beurteilen. Das ist die vierte Macht im Staat. Das ist eine extrem Ja. wichtige Macht auch. Und teilweise sind sich die Medien darüber bewusst. Das muss man auch sagen. Auf der einen Seite ist die Frage, kommen sie ihrer Verantwortung nach? Und wenn ja, was verstehen Sie unter Ihrer Verantwortung? Und da muss ich auch sagen, wenn ein Medienunternehmen ein Gewerbe ist, dann ist es natürlich erstmal verpflichtet, Geld zu erwirtschaften. Karl Marx hat es gesagt, Medien, die erste Freiheit der Medien oder der Presse zu seiner Zeit ist, kein Gewerbe zu sein. Das ist die eine Sache. Die andere Seite, so sehe ich das, Medien sind, jeder hat irgendwo eine Ideologie in sich. Jeder hängt irgendeinem Ideal nach. Und ich denke, dass diese ganzen Medienvertreter auch Ideale vertreten und entsprechend auch berichten. Ob das jetzt eine grüne Idee ist, also eine Partei, die grüne, oder eine marktwirtschaftliche Idee, sprich Richtung FDP und so weiter, oder eine eher sozialistische Idee, Linke, oder eine arbeitnehmerfreundliche Richtung SPD. Jeder hat so seine Ideologie und berichtet dementsprechend. Es gibt keine objektive Berichterstattung. Jeder Bericht ist subjektiv geprägt. Das liegt in der Natur der Sache. Denke ich mal. Also es ist sehr, sehr schwierig, irgendwie diese Subjektivität da rauszubekommen. Dann muss ich wissenschaftliche Aufsätze lesen, weil die Wissenschaft für sich beansprucht, objektiv zu sein. Auf der anderen Seite sehe ich aber eine starke Tendenz, genau dem entgegenzuwirken. Also mir fällt auf, dass in der letzten Zeit in politischen Talkshows im Fernsehen Vertreter sind, die Vollzeitbeschäftigung propagieren. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was das Grundeinkommen eigentlich möchte. No, das Grundeinkommen hat mit Vollbeschäftigung so gut wie gar nichts zu tun. Es sollte funktionieren. Da muss man auch wieder fragen, was ist das Grundeinkommen? Wie verstehe ich das Grundeinkommen? Wenn ich es als Maßnahme sehe, Armut zu beseitigen, Arbeitslosigkeit zu beseitigen oder prekäre Verhältnisse zu beseitigen,
ist es aus meiner Sicht ein falscher Ansatz. Ich persönlich sehe das Grundeinkommen als eine Art Staatsdividende, als Art Teilhabe am Gesamtwohlstand, Ja. der von der Gesellschaft erwirtschaftet wird. Und dieses Thema Vollbeschäftigung, wenn ich, das ist wieder so eine statistische Trickserei, wenn ich jetzt überlege, okay, wir haben heute wegen mir 5 Millionen Jugendliche in Deutschland und deren Eltern sind 10 Millionen. Und die Eltern sind jetzt 40, die Jugendlichen sind jetzt 10. Rechne ich dann in 20 Jahren, dann sind die Eltern 60 und die Jugendlichen 30. Ja, dumme Rechnung. Wenn ich dann sage, Das schneiden wir. Das schneiden wir. nee, es geht darum so, wenn ich kann das schon so hochrechnen, dass ich sage, okay, in 30 Jahren haben wir Vollbeschäftigung, weil die demografische Situation darauf hindeutet, dass eben die Jugendlichen zu wenig sind, um alle Alten zu pflegen oder um die Jobs zu machen, die heute die Alten mitmachen. Dann kann ich schon sagen, okay, es gibt wieder Vollbeschäftigung. Aber das ist speziell auf Deutschland bezogen, weil die Weltbevölkerung insgesamt wächst stetig. Und ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen Trend gibt, dass es sich verlangsamt oder auch irgendwie mal ein bisschen nur sich abkühlt und ruhiger wird. Soweit ich weiß, geht die Geburtenrate in Deutschland zurück. In Deutschland ja. In Deutschland ja, aber in anderen Ländern, in Afrika, ist sie, glaube ich, nur extrem hoch. Nur nicht nur in Afrika. China hat das mit dieser Ein-Kind-Politik versucht zu bremsen. In Indien wurde es versucht, irgendwie aufzuhalten oder wird versucht aufzuhalten durch Aufklärung, also sexuelle Aufklärung in dem Fall. Und es gibt schon Maßnahmen oder Versuche, das zu bremsen. Und ich sage aber auch, das Grundeinkommen kann da in zwei Richtungen gehen. Auf der einen Seite kann es dazu beitragen, dass Kinder wieder in die Welt gesetzt werden, weil die wirtschaftliche Sicherheit dann eben gegeben ist, weil Kinder in Deutschland zumindest ein extremer wirtschaftlicher Faktor geworden sind, traurigerweise. Und auf der anderen Seite kann das Grundeinkommen auch dazu beitragen, dass die Be Weltbevölkerung kontrolliert wird oder nicht kontrolliert, sondern sich zurückbildet oder stagniert, weil Kinder in Afrika, in Indien sind im Prinzip eine Lebensversicherung oder Altersversicherung für spätere Zeiten. Ja, das leuchtet mir ein. Und ich meine auch, dass Kinder, so wie du gerade angedeutet hast, eine Absicherung für die Eltern ist. Also eine Absicherung für die Zeit, wenn die Eltern nicht mehr arbeiten können. Weil die Kinder ja dann das Aufgebaute übernehmen. Nur auch die Pflege von den Eltern. So war es ja früher. Der Generationenvertrag in Deutschland basierte im Prinzip darauf, dass die Kinder die Eltern mitfinanzieren und auch pflegen und ihnen helfen und die Älteren eben dafür sorgen, dass die Kinder ausgebildet werden und so. Mit der Gesellschaft klarkommen. Das ist eigentlich so der Generationenvertrag. Ich könnte mir vorstellen, das war aus der Zeit, als in der es noch Großfamilien gab, in der Großfamilien noch üblich waren. Nun, Das scheint dort ziemlich zerklüftet zu sein. der Generationenvertrag, der ist aus den, weiß ich gar nicht, ach, 19, aus dem 19. Jahrhundert vielleicht oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß es gar nicht, also müsste man suchen. Jörg, ich habe hier ein Stichwort, das für mich möglicherweise der Grund Nummer eins ist, um für das BGE zu sein. Wer einigermaßen, ich versuche ja nicht die Nachrichten nicht mehr zu verfolgen, weil man kann nur so viel schlechte Nachrichten vertragen. Aber was man hin und wieder hört, sind
sogenannte, das ist mein Stichwort, menschliche Tragödien, die in unserer Gesellschaft mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit stattfinden. Darunter befinden sich unter anderem Fälle mit körperlicher, unter anderem auch sexueller Gewalt. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass das einfach dazugehört. Das sind Kollateralschäden einer Gesellschaft, die scheinen mit der Zeit, weil die Meldungen ja nicht abreißen, fest eingeplant zu sein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Grundeinkommen einen positiven Reflex ausüben könnte, der also nach und nach diese verzweifelten Leute, die so etwas begehen, umstimmen könnte. Vorsichtig gesagt, was denkst du? No, da kann ich auf Literatur verweisen. Es gibt einen Staatsphilosophen, Georg Jelinek, der meinte, dass jedes Verbrechen, das in einer Gesellschaft begangen wird, im Prinzip, da ist die Gesellschaft dafür verantwortlich. Die Und gesamte Gesellschaft. die Gesamtgesellschaft. Aber er hat dann eingeschränkt, dass man Schuld eben keiner Gesellschaft zuschreiben kann, weil Schuld ein Gewissen voraussetzt, ein Verantwortungsbewusstsein. Und ich denke, das ist dann das große Problem. Dieses Verantwortungsbewusstsein gegenüber nicht nur mir selbst und allein mir selbst, sondern auch gegenüber meiner Umwelt, meinem ganzen Umfeld. Und wenn ich da kein Verantwortungsgefühl habe, dann kann es nicht funktionieren. Wenn ich nur schaue, so Hauptsache ich komme durchs Leben, dann kann es nicht funktionieren. Ich muss doch auch schauen, so dass ich mit der Natur einigermaßen im klarkomme, so dass ich nicht zu viel Holz abfälle, um die Sauerstoffversorgung kaputt zu machen, als Beispiel. Und das ist dieses Gewissen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was vielleicht viel, viel stärker wieder ins Bewusstsein zurückgeholt werden sollte. Weil heute, das große Ideal heute ist dieser Homo economicus, dass der Nutzenmaximierer, der irgendwie nur nach sich schaut und alle möglichen relevanten Informationen verarbeitet, um das Beste für sich zu machen. Da bin ich da einschreiten darf, der aber nur dann seine Vorstellung ausleben kann, wenn er einen Nährboden findet, so wie es die Gesellschaft momentan anbietet. Ja. Deswegen mein Einwand, wenn das BGE da wäre, dann würde das, was du gerade angesprochen hast, das würde verteilt werden auf alle. Also jeder würde sein Schärflein der Verantwortung in Anspruch nehmen können, überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Deswegen ist das ja so lächerlich, wenn man davon gesprochen wird. Wie sagt die Politik diese Tage? Selbstverantwortung, Selbstverantwortung, wo gar kein Spielraum gegeben ist, um die überhaupt in Anspruch zu nehmen. Finde ich ja sehr. Selbstverantwortung setzt so voraus, dass ich die Möglichkeit habe. Das ist, Ach, Hannah genau. Arendt hat gesagt, es muss ein Recht geben, um überhaupt Rechte zu haben. Auf der anderen Seite muss es auch ein Recht geben, um Verantwortung zu tragen. Weil wenn ich Verantwortung gar nicht tragen darf, weil mir die ganze Zeit abgenommen wird, egal ob ich die jetzt tragen möchte oder nicht, dann kann das nicht funktionieren aus meiner Sicht. Was ist die Problematik, wenn man sich Leute heranzieht, die gehorsam sein müssen, werden automatisch gleichzeitig unkritisch. Denn sie müssen ja gehorsam. Beides zusammen geht ja nicht. Gehorsam und Unkritisch. Eigenverantwortung. Nur, es gibt schon eine Relation zwischen Gehorsam und Eigenverantwortung. Also ich kann schon auch gewissentlich irgendwelche Gesetze einhalten, die von irgendwelchen Regierungen erlassen wurden. Jemanden töten. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und ich finde es auch okay, dass es im Gesetz steht. Die Sache ist nur, wenn ich gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernehmen möchte, dann bin ich gezwungen, mich irgendwo aufstellen zu lassen, dann bin ich gezwungen, mich wählen zu lassen. Und nur wenn ich gewählt bin, darf ich im Prinzip
für diese Gemeinschaft eintreten, weil dann habe ich die Legitimation dazu. Ja, wobei ich den Schwachpunkt bei der Aufstellung schon sehe. Nun, Also die wird nicht gestattet, dich aufstellen zu lassen, wenn du nicht mit den Wölfen heulst. eben, das ist wieder so ein Thema für sich, was dann in dieses Parteiensystem reinspielt und wer kommt überhaupt wie an diese Verantwortungsposition. Sehr großes Problem. Das ist schwierig. Nun, Ich spielt habe ein auch Stich. zu. Ich habe ein Stichwort Kinder. Die nachfolgende Generation. Also wenn wir Erwachsenen es nicht mehr schaffen sollten, die Kurve zu kriegen, dann meine Hoffnung würde auf die Kinder, auf die nachwachsenden Generationen liegen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass Professor Gerhard Hüther mal gesagt hat, dass es zwei Konditionen gibt, wie gesunde Kinder aufwachsen können. Die erste Bedingung ist, ihnen muss Geborgenheit vermittelt werden. Und die zweite, es muss eine altersgerechte, ich würde sagen eine artgerechte, ein individuelles Lernen ermöglicht werden. Punkt 1, das mit der Geborgenheit, was ja auch gleichzeitig die Sicherheit ist, dass man also als aufwachsendes Kind in einer Umgebung aufwächst, wo also keine Existenzängste herrschen, das wird ja immer seltener durch den Abbau, den wir zurzeit erleben. Und das mit dem individuellen Lernen, also auf das jeweilige Kind ausgerichtet, das wird einem ja spätestens in der Schule ausgetrieben, wo ich ja eigentlich auch eine Systematik dahinter sehe vom Staat aus. Solange diese beiden Sachen dermaßen schief laufen, können wir dann überhaupt noch auf die nächste Generation hoffen, wenn sich da auch nichts ändert? Ja, ich will das nicht auf Deutschland beschränken. Die Welt ist größer als Deutschland auf der einen Seite. Und was Deutschland mit dem Bildungssystem macht, ist eine Katastrophe, gebe ich zu. Auf der anderen Seite, es kommt auf die Eltern drauf an. Wenn die Eltern ihre Kinder dieses Geborgenheitsgefühl geben, denke ich doch, dass es eine andere Thematik ist und vielleicht auch viel stärker ist, als das, was in der Schule dann vermittelt wird. Das große Problem der Schulen ist, so sehe ich das, sie bereiten nicht auf das Leben vor, sondern speziell auf das Arbeitsleben. Und es ist eine Verwirtschaftlichung, eine Kapitalisierung aller Lebensbereiche. Und wenn die Kinder trotzdem noch so aufwachsen, dass sie dieses Geborgenheitsgefühl haben und auch ein Verantwortungsgefühl entwickeln für die Welt, und ein Wertesystem entwickeln, dann denke ich schon, dass man Hoffnung auf die Kinder und neue Generationen setzen kann. Man sieht das an den Piraten. Die Piraten, die sagen, wir haben die Schnauze voll, weil wir haben keine Lobby. Ich würde gerne nochmal zu einem Punkt der Schulpflicht zurückkommen. Wir wissen jetzt momentan nicht, wie sich die Gesellschaft entwickeln würde, wenn wir freiheitlich denkende Jugendliche hätten. Das mit der Piratenentwicklung, das verstehe ich sehr gut. Ich persönlich sehe ein großes Problem bei der Art und Weise, wie der Staat die Schulen als Schulpflicht ausschreibt. Wir haben vorhin über Zwang gesprochen. Und da hätte ich gerne unterstrichen, dass je mehr Zwang einem Menschen auferlegt wird, desto mehr Gegenwehr gibt es. Wo ist das gerade hier mit dem Beispiel Schulpflicht? Da ist jeglicher Versuch, sich davon also auszusteigen, ist ja aussichtslos. Da sind wir bei dem Gewaltenmonopol des Staates, der also selbst, wenn Eltern international, sagt man, Homeschooling betreiben wollten mit ihrem Kind, das ihnen nicht gestattet würde, weil der Staat, also die Polizei, nach Hause schicken würde, um das Kind mit Gewalt zur Schule zu bringen. Soweit geht also die Schulpflicht in Deutschland. Und so positiv die Entwicklung, dass zum Beispiel mit den jungen Leuten, überwiegend jungen Leuten in den Piratenparteien aussieht, das sehe ich auch als ein großes Problem an.
ist es, das mit der Schulpflicht? Auf der einen Seite ist es verständlich, eine Schulpflicht zu haben. Man vermittelt die gesamtgesellschaftlich akzeptierte Werte, um die Gesellschaft überhaupt am Leben zu halten. Aber da geht es darum, Werte zu vermitteln und nicht Leute auf etwas vorzubereiten. Oder vielmehr, wenn man sie auf das Leben vorbereitet, dann ist es was anderes wie auf das Arbeitsleben. Und Schulpflicht, denke ich, man kann das so organisieren, dass es gewisse Grundlagen gibt, die die Kinder lernen sollen und auch müssen, damit sie in dieser Gesellschaft, in diesem gesellschaftlichen Zusammenleben existieren können. Sprache ist ein Thema, Lesen, Grundrechenarten. Aber was darüber hinausgeht, was interessiert, abfragbares Wissen, das überhaupt keinen großartigen Sinn mehr ergibt. Heute muss ich doch lernen, so wo finde ich dieses abfragbare Wissen? Wie benutze ich irgendeine Suchmaschine im Internet? Wie komme ich an Informationen? Das ist heute viel, viel wichtiger als irgendwelche faktischen Sachen, die ich aber abfragen kann. Und dann, das ist dieses Bewertungssystem, was da diametral gegenübersteht. Weil ich kann nicht Prozesse beurteilen. Kann jemand irgendwie mit einer Suchmaschine umgehen und die Informationen auch so verarbeiten, damit sie den Werten entsprechen? Das kann ich nicht beurteilen. Frage ich aber, wann wurde Cäsar geboren? Dann habe ich ein Faktum und das ist auch hundertprozentig sicher. Und ja, es ist bewertbar. Weißt du, was mich stört? Dass am Ende des Schulsystems, also nach dem Abitur, dass es praktisch keine Zufriedenheitsumfrage gibt. Also wie habt ihr eure Zeit, wie seht ihr eure Zeit retrospektiv, also rückwirkend? Hättet ihr Verbesserungsmöglichkeiten? Solche Zufriedenheitsrückfragen gibt es dort nicht. Also kein Schüler wird gefragt, ob er etwas ändern wollte, ob er eine Idee hätte, wie man etwas verbessern könnte. Alles bleibt so, wie es ist praktisch. Also abgesehen davon, dass sich wie nennt sich das, wenn Lehrer Kinder schlagen dürfen, das gibt es ja seit den 60er oder seit den 70er nicht mehr. Prügelstrafe. Prügelstrafe, genau. Abgesehen davon hat sich aber viel in der Schule nicht geändert, Also finde ich ich auch. war Trainer bei einem Privatunternehmen und habe Leute ausgebildet im Bereich Netzwerktechnik, Computernetzwerktechnik. Und da Ja. gab es am Ende des Kurses eigentlich jeden Kursblock. Wie wart ihr mit dem Trainer zufrieden? Was störte euch? Was schlagt ihr als Verbesserungsmöglichkeiten vor? Wurde bei jedem Kurs gemacht. Und da stimme ich absolut zu, wenn man das in den Schulen machen würde, Qualitätsmanagement einführen, Ja. dann wäre doch wahnsinnig viel. Es wäre Feedback für die Lehrer, es wäre sehr viel gewonnen. Insgesamt muss ich sagen, es gibt so viele Methoden in der Wirtschaft, die zur Organisierung des Staatswesens sehr geeignet wären. Da fällt mir ein Ideenmanagement. Eine prima Sache in der Wirtschaft wird die angewandt, um Sachen zu optimieren, Prozesse zu optimieren, Abläufe. Also Produktionsabläufe oder Dokumentenabläufe oder irgendwas zu optimieren. Und warum sowas nicht beim Staat einführen? Das ist so mein großer Traum. Und genauso wie du jetzt gerade sagst, Qualitätsmanagement kann man doch genauso einführen. Warum tut man es nicht? Ja, warum darf ich nicht fragen? Das ist schwierig. Na, ich vermute mal, ja, wie so viele Sachen. Also es gibt ja auch bei uns dass wir Bürgerpetitionen einreichen können. Ja, das ist ja eigentlich auch ein Aufmerksam machen auf irgendwelche bestimmte Dinge. Es ist im Prinzip dieses Ideenmanagement, aber es ist eine Bittstellung der Bürger. Bitte, liebe Politik, ändert doch mal dieses oder jenes, weil ich das für falsch empfinde. Es wird nicht
gefördert. Es wird sehr stiefmütterlich behandelt und es sollte einen riesen Stellenwert in einem Staat haben, der sich Demokratie nennt, weil das Volk ist im Prinzip der Souverän, der Machthabende und Gewaltinhaber im Prinzip. Und die Gewählten, das sind im Prinzip Leute, die vom Volk angestellt sind, um das zu organisieren. Es sind Bedienstete, es sind Manager. Theoretisch. Theoretisch. Ich finde es so pervers, weil es heißt immer Wahlkampf. Wir sind mitten gerade im Wahlkampf. Und um was geht es? Da bewerben sich Leute, Verantwortung für das Volk zu übernehmen, für das Gesamtgemeinwesen. Aber sie führen Kämpfe. Das geht mir nicht in den Kopf. Die Begrifflichkeit. Was? Ich weiß nicht, aus welcher Sicht das Kinder und Jugendliche sehen, aber wenn ich politische Diskussionen mit, also wo auch Politiker mit anwesend sind, beobachte, dann vermisse ich ein ganz wichtiges Element, und zwar der Willen, der Wille von Politikern, ein Problem zu lösen. Was ich sehe, sind einfach nur Reklame dreschen für die eigenen Sichtweisen, aber da gibt es kein, so wie du vorhin so schön sagtest, kein Miteinander. Es ist einfach nur, na, da passt auch wieder der Wahlkampf jetzt so schön dazu, dass die eigenen Ansichten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigt werden und so praktisch, wer am lautesten spricht, hat recht. Das gefällt mir als Beobachter überhaupt nicht. Es ist kein Dialog, es ist Genau. ein Monolog, eine Überzeugungsarbeit. Und ich denke, die junge Generation, die hat das dadurch gelernt, dass es eigentlich ein Dialog ist, weil über die ganzen sozialen Medien oder die es eben im Internet gibt, haben sie gemerkt, ich kann ja kommunizieren. Es ist nicht ein einseitiger Monolog, wie jetzt beim Fernsehen. Sprich, mir wird nur noch irgendwas übertragen, sondern ich kann wirklich mitreden. Also ich kann Einfluss nehmen. Und da denke ich, das macht eben auch die Piraten aus. Deswegen bin ich von dieser Partei eben sehr begeistert, weil sie genau diese Möglichkeit kennt und auch zu schätzen gelernt haben. Und ich muss auch sagen, so, es ist doch für einen Politiker auch wichtig zu wissen, welche andere Meinungen es gibt oder auch Feedback zu bekommen und nicht irgendwie nur zu sagen, hey, das, was ich sage, ist richtig und das war's. Das kann es nicht sein. Ja, da würde ich gerne auf etwas eingehen, wenn ich darf, was nicht unbedingt mit dem BGE jetzt zusammenhängt. Aber wenn ich beruflich tätig bin, dann ist für mich schon ein Mindestmaß an Sinnhaftigkeit wichtig. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und zur Arbeit gehe, dann möchte ich schon eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Bestätigung haben, dass das, was ich tue, das ist was, was mir was bringt, was im Idealfall auch was anderen etwas bringt. Nur wenn ich mir vorstelle, wie Politiker arbeiten, das ist ja, wenn es sich bewahrheiten sollte, was ich im Verdacht habe, dass das einfach nur eine Schmierenkomödie ist und es gar nicht mehr, eigentlich so wie du vorhin so schön erklärt hast, ja, die eigentliche Absicht eines Politikers sollte sein, Volksvertretung, das ist doch gar nicht mehr. Und was bewegt Leute noch überhaupt, Politiker zu werden heutzutage? Sind doch eh alles nur Juristen und ja, also keiner mehr von uns, der uns vertritt. Ja, die Sache ist, denke ich, in der Politik, diese Bestätigung und diese Das Geld? nein, 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 überhaupt nicht, sondern durch Kollegen, durch Parteikollegen, man wird beklatscht, wenn man im Bundestag eine gute Rede hält, von Anhängern, von Gegnern. Man kann schimpfen, man kann beschimpft werden. Das ist ein gewisser Reiz, der vielleicht manche dazu veranlasst, Politiker zu werden, dieser Streit Ich stelle mir immer vor, dass wenn sie in der Kantine des Bundestages sitzen, dass sie sich alle wieder gut verstehen, während sie sich dann, wenn sie diskutieren, Ah, bekämpfen. sie sagen, der Mensch steht über den ganzen Ideologien. Von dem her
wäre es natürlich wünschenswert, wenn sie sich dann nicht auch noch bekriegen. Wobei, vor kurzem habe ich irgendwo gelesen, dass jemand davor warnt, dass es bei diesem Wahlkampf wirklich auch zu gewalttätigen Konflikten auf Parteizentralen kommen könnte. Bei Wahlkämpfen. Bei diesem Wahlkampf jetzt bis zur Wahl, dass es da wieder nur Blöcke gibt, wo man. Es ist ein Identitätsgefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel mich absolut der FDP verschrieben sehe und dann macht mich jemand von der SPD dumm an, dann fühle ich mich als FDPler ja mit, Entschuldigung, mit angegriffen, weil ich mich zu dieser Ideologie hingezogen fühle oder was diese Partei vertritt. Jetzt, ich bin kein FDPler, überhaupt nicht. Aber Gut, dass wir das geklärt haben. es ist wirklich die große Frage mit dem Identitätsgefühl und wie auch dem, was ich vorher gemeint habe, dass die Leute eben in ihrer Gruppe bestätigt werden. Deswegen, sie machen auch etwas für ihre Gruppe, für ihr Klientel. Und da glaube ich, sind sie manchmal gar nicht so schlecht. Aber sie machen nichts Gesamtgesellschaftliches. Das verliert eben das kommt aus dem Blickfeld. Ja, das Problem sehe ich auch. Jörg, zum Schluss, könntest du mir noch deine Sichtweise über das BGE, so wie es heute ist, geben und wie du es in Zukunft voraussehen könntest? Das Grundeinkommen. No. In Alaska gibt es ein Grundeinkommen. Da gibt es auch Karl Weiderquist zum Beispiel, der sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und der berichtet eigentlich sehr positive Sachen. Und das wurde eingeführt als Dividende, weil Alaska Öl fordert. Die Einnahmen fließen in einen Fonds. Und dieser Fonds, der wirft Gewinne ab. Und diese Gewinne werden an gleichmäßig an alle Einwohner von Alaska verteilt. Und dieses Modell gibt es seit den 60, 70er Jahren, 80er Jahren, weiß ich jetzt nicht genau wann, seit wann. Und die Leute konnten damit umgehen, das konnte sofort eingeführt werden und ohne Probleme. Und ich denke, als Vorbild ist Alaska gigantisch. Es ist sofort machbar für jedes Land auf der Erde, wenn es denn das wollte. Das ist so. Es gibt Leute, die behaupten, das BGE sollte mit einer sehr kleinen Summe anfangen, vielleicht 200 € pro Monat, und dann nach und nach erhöht werden. Wie denkst du darüber? Es kommt immer darauf an, wie ich das Grundeinkommen verstehe. Verstehe ich es als Maßnahme für irgendwas, gegen irgendwas, zur Bekämpfung von Armut, zur Bekämpfung von prekären Beschäftigungsverhältnissen und so weiter, dann ist es nicht bedingungslos. Es ist an eine Bedingung geknüpft. Es ist ja für etwas da. Das ist eine Bedingung. Und wenn ich das Grundeinkommen wirklich bedingungslos denken will, dann darf ich nicht drüber nachdenken, wie hoch es ist, denn dann wäre auch 5 € im Monat vom Staat ein wirklich bedingungsloses Grundeinkommen. Na, solange es nicht zur Existenz reicht, sehe ich das problematisch. Also es würde für all diejenigen, die sowieso aufstocken müssen oder die von Hilfe zum Lebensunterhalt abhängig sind, die würden ja diese, sagen wir mal, 200 € pro Monat abgezogen bekommen von dem, was ihnen zusteht, Oh ja, wenn müssten aber dennoch um die Differenz kämpfen. also in Alaska ist es so, dieses Einkommen wird tatsächlich auch besteuert, es wird angerechnet, also diese Dividende wird angerechnet, aber es hat Effekte, es hat Effekte auf Armut, auf den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist das Wichtige des Grundeinkommens.
dass es die Gesellschaft wieder zu einer Gesellschaft macht, also zu einem wirklichen Gemeinwesen, das sich als solches versteht, wo jeder für jeden Das ist, verantwortlich ist. ich finde es einfach tragisch, dass wir leider keine Beispiele haben, außer wie heißt das Dorf in Afrika noch gleich? Und Namibia. Chivero. Otjivero, genau. Die gelten bei den Gegnern nicht vollwertig, wirklich. Also wenn wir sagen könnten, wir haben ein Bundesland oder lass es auch nur eine Großstadt, wie Düsseldorf oder Köln oder Berlin, wo wir es mal ein Vierteljahr mindestens, ein halbes Jahr besser, einfach einführen und gucken, wie es vonstatten geht. Ob Es gibt die ganzen Befürchtungen der Gegner, ob die sich alle bewahrheiten oder nicht. ja diese, es gibt in Indien ein Großprojekt im Prinzip, das sehr wissenschaftlich ist, das darauf aufbaut, dass es auch einen Vergleich dazu gibt, wo es keine solchen Transferleistungen wie das Grundeinkommen gibt. Und es gibt eben eine Gruppe von Dörfern, wo ein Grundeinkommen ausbezahlt wird, wohlgemerkt als Transferleistung, sprich mit einem gewissen Zweck. Und das wird derzeit durchgeführt. Welche Ergebnisse da sind, müsste ich suchen, weiß ich jetzt auch nicht. Und es gibt diesen Ansatz, man muss es durch Beispiele belegen, dass es positive Effekte hat. Es gibt den Ansatz, den anderen Ansatz, die Leute müssen selber drauf kommen, dass es eigentlich positive Effekte hat, ohne dass man das unbedingt belegen muss, weil jeder, der das nicht einsehen will, lässt sich auch durch Beispiele nicht überzeugen. Er findet immer einen Grund, dass es nicht auf Deutschland übertragbar ist, nicht auf seine Gesellschaft, wenn er nicht schon von vornherein überzeugt ist. Ich fürchte, du hast recht. Das Ich fürchte, du hast recht. ist keine. Ich sage, das Grundeinkommen ist keine argumentative Sache, es ist eine Gefühlssache. Und da denke ich, spielt das Gewissen die Hauptrolle. Kann ich es verantworten, ein Grundeinkommen auszubezahlen? Nun, nicht nur auszubezahlen, sondern auch gerecht. Kann ich es verantworten, dass es gerecht ist? Oder wie definiere ich, dass es gerecht ist? Obwohl die ganze Gegenwehr gegen das Grundeinkommen halte ich auch ein bisschen irrational, weil wir sprechen hier von vielleicht 1000 Euro im Monat. Das sind 200 Euro mehr, als was die jetzt Hartz-IV-Empfänger bekommen. Davon kann man nicht in Luxus leben, so wie die Leute immer. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen die Leute da haben, dass es den Oh. Leuten ach so gut gehen soll. Also jetzt in meinem Fall 1000 Euro wäre für mich Luxus, absolut. Das so viel habe ich schon ewig nicht mehr verdient. Also jetzt für mich persönlich. Aber ja, okay, ich lebe im Ausland und da sieht die Sache auch anders aus. Es sind auch viele Fragen ungeklärt mit diesem Grundeinkommen, wenn ich es jetzt praktisch einführen wollte. Was passiert dann mit diesen ganzen Auslandsdeutschen zum Beispiel? Was passiert mit Leuten, die in Deutschland nicht als Deutsche leben, sondern eben als Ausländer mit irgendwelchen Fremdpässen, aber im Prinzip in Deutschland geboren sind und dort schon ewig leben? Was macht man mit den Leuten? Wer ist denn wirklich anspruchsberechtigt, dieses Grundeinkommen zu erhalten? Und da kommen wir wieder in Bedingungen rein, die diesen Begriff bedingungsloses Grundeinkommen ein bisschen seltsam machen. Aber das sind genau die Sachen, die würde ich sehr gerne öffentlich, am liebsten im Fernsehen diskutiert sehen. Richtig, So richtig. wie Susanne Wies so schön sagt, das ist eine Sache, der die gesamtgesellschaftlich entschieden werden muss. Das hat Und doch dafür müssen wir erst drüber reden. Sascha Liebermann sagt eigentlich auch, es ist eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung. Und nicht eine, wo eine Person entscheiden sollte oder darf. Stimme ich absolut zu. Gut, sollen wir das bis hierhin erstmal sein lassen? Okay. Es Und ist fast 1,5 Stunden von dem her. oh doch, so lange. Gut, es freut mich, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank für das Interview. Ja, kein Thema. Und